Hallo! So. So, erstmal die andere Quest suchen. Ja, genau, Froschi macht Questen. Ach, jetzt. Ah! Jetzt sehe ich das mal. Flo, hier. Hier ist ein Loch drinne. Ja, da ist ein Loch, das habe ich doch vorher gesagt. Ja, das war bei mir nicht. Bei mir war das alles klar. Na dann. Ich meine, bei mir war da auch nichts die ganze Zeit. Und dann hat er da einen Fernseher durchgeworfen und plötzlich erscheint eine Glasscheibe, ja? Du denkst dir nur so, okay. Okay, wir müssen. Außenrum, ich will die Quest aufnehmen, die da ist. Warte mal kurz, auf die Karte schauen. Wollen wir irgendwo hinrennen? Ja. Einmal außenrum. Und ich muss mal eine Render-Distanz wieder hochstellen, weil das tut hier in der Gegend einfach weh. Weil so viel Zeug auf so hohe Entfernung ist. Von einmal außen rum, bitte. Ah. Wenn den Lift runterfahren, auf geht's. Hopp. Ich laufe. Hopp. Oh Gott, ich habe mich schon wieder fast umgebracht. Nice. Mach dich bereit zum Sterben. Da mal schön, wenn man versucht, wo lang zu laufen und einfach mal vor einem so einen Reaktorkern ausfährt. Ja, das ist immer das Beste. Wo ist denn hier die Quest? Ist sie nicht hier irgendwo? Ah, oh, da oben über uns auf der Schräge. Kommt man da hin, bitte? Was, über uns auf der Augenbrocken. Ah! Nein, 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 wir können es richten. Das Auge des Zerstörers ist nicht ganz kaputt. Beschafft die restlichen Iris-Teile. Und dann können wir es reparieren. Los! Geh! Jetzt stecke von den Augen aus, sammeln oder was? Ignoriere die Gegner, komm, wir laufen einfach. Dammit! Wir laufen einfach von Punkt zu Punkt. Ah! Erstmal die Loader. Drückst du E oder Q? Schon wieder! E! Weil sie dann besser, weil sie dann schießen und nicht einfach nur explodieren. Ich geh mal da drüben zu dem Ding hin. Ja, gehst du zum anderen? Immer zeiteffizienter. Oder du stirbst. Ich finde aber meine Augenbrocken gerade nicht. Ich bin schon wieder zu blind für sowas. So leicht werdet ihr mich nicht los. Ich bin da rauf, komm ich dir die Schräge holen? Peng! Abi, der. Jetzt hast du. Oh. Ich hab schon die ganze Zeit den Obermaler. Wie sind wir denn da hochgekommen? Da waren wir doch schon mal drauf. Ja, schon wieder restlos verwirrt, Alter. Oh. Meine Munition ist alle. Doch, ein Revolver. Nein, meine Munition vom Dings ist alle. Von der Strahlenwaffe. Ich hab meine noch gar nicht verwendet. Oh ey, könnt ihr mal aufhören mit Nerven? Ist ja schrecklich. Ich weiß nicht, wie ich da raufkomme, Olli. Ja, ich würde auch gerne mal irgendwo raufkommen, wenn nämlich die Typen hin. Guck dir einfach nach Geländern oder so weiter um, damit springst du ja meistens so. Könnt ihr damit jetzt mal? Wird gar nicht. Das Einzige, was ich bis jetzt gefunden hab, bringt mich nicht hin. Klar, positioniere einfach mal ein Schild, damit ich nicht abknallen kann. Ach, dumme Sau. Oh. Wie Rappel. Alles still. Ich weiß nicht, was bei dir abgeht, aber bei mir ist einfach nur still. Du musst dir mal vorstellen, ich töte einen, spawn zwei neue. Ist wie so eine Hydra. Es sind da nur noch zwei. Der eine hat so einen Eisstrahl, penetriert mich damit ohne Ende. Und, ja... Bin ich tot. Kann man denn da raufkommen? Bei der FFS. Kann nicht wahr sein. Du hast Probleme mit Gegnern, ich komme nicht mal dorthin. Alter. Was ist denn jetzt gespeichert? Ist irgendwo eine Speicherstation? Oh komm, hau jetzt nicht ab, Alter.
Jetzt reicht's mir, jetzt renne ich hier. Hast du's? Nee, ich musste gerade niesen. Gesundheit. Ich komm da nicht hin, Alter. Ich schwör. Ich schwör. Ich hab meins. Geht's dir nicht aus? Ich hab ein Teil der Iris gefunden. Sieht nicht gut aus. Danke für deine Meinung. Jetzt weiter, los! Kommst du her? Ja, ja. Ich komm da nicht rauf. So, aufgeben. Tut mir leid. I'll be there for you. Wo ist denn das Ding? Da oben drauf. Da oben. Ja, da kommt man nicht hin. Da rutscht man runter. Ja, da gibt's keinen anderen Weg. Das ist es ja. Das ist das Einzige, was irgendwo annähernd versprechend aussehen würde. Die Stelle mit der Schräge. Alles andere ist so... Nee, geht sie nicht aus. Stehst du jetzt? Das liegt sogar noch außerhalb. Das ist da hinten an der Wand dran. Guck mal auf die Karte, wo das liegt, Alter. Dahinter. Ja, da oben drauf, weil das da oben drauf ist, technisch gesehen nicht mehr auf der Karte. Die Ecke. Herspis, gib mir Schutz! Lass noch ein bisschen Akkuabfuhr für die anderen übrig, Apinia. Ach scheiße, ich hab so ein Mehrfach-Explosionsding. Ne, das sieht, das ist wirklich so, was so versprechend dafür aussieht. Bring auf meinen Kopf, vielleicht kannst du von mir auf das andere Ding springen. Nope. Ich würde dich gerne so boosten, du musst schon in die richtige Richtung aufspringen. Wie gesagt, hier, ich weiß nicht, wie man darauf kommen soll. Aber gesehen hast du es, wo? Ey, das Teil habe ich noch nicht gesehen. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Warte mal. Was rumgehen kann man auch nicht. Da komme ich nur zu Jacks Lobby. Wo könnte das Ding liegen? Es ist da oben drauf. Es ist da oben drauf. Von Jacks Lobby aus kannst du es sehen. Das liegt da schön mittig auf dieser Ecke drauf, die da raussteht. Ich habe keine Ahnung, wie man da raufklettern soll. Schön mittig auf diese Ecke? Hä? Ja, da wo wir gerade versucht haben raufzuspringen. Das steht da so raus. Dieses Stück Gebäude. Oh, nichts drauf. Scheiß Schwerkraft! Der kommt, fliegt noch weiter runter. Ich will hier auf diesen scheiß Generator drauf. Warte mal. Hier komme ich auch nicht drauf. Ah. Google. Googlest du jetzt danach oder was? Borderlands. Free Sequel. Wer ist die Quest? Die Brocken zusammensuchen. Ach, schau mal, erstes Suchresultat. Die Brocken. Bei uns gibt's der Brocken. Ist aber ein Berg in Deutschland. Da oben muss man irgendwo hinkommen. Was machst du? Google will mal, glaube ich, einreden, dass ich broke meine. Book. Broken? Nee, ich meine Brocken. Augen. Stücke. Ist auch mal ernsthaft, wie soll man da hochkommen? Von mich auch. Jetzt hat sich der Steam Webbrowser aufgehängt. Toll.
Ne, damit kriege ich es auch nicht hin. Oh, ist ein Let's Play. Erstmal sofort muten. Versuch's doch! Ich habe keine Granaten mehr, scheiße. Oh, ein Bruder. Jetzt irgendwie raufgeschossen. Oh, der konnte auf der Schräge wieder stehen. Lol. Ich mach das mal 1:1, so wie der es gemacht hat. Jetzt. Ja, ich guck mich hier langsam mal noch ein bisschen um. Ich war eh schon da. Lol. Hast du es geschafft? Ich hab mich verarscht. Du musst genau auf die Kante springen, dann kannst du drauf stehen. Sonst rutscht er ab. Darf ich mich verarscht fühlen? Ja. So, das sollte reichen. Jetzt geh zur Forschungs- und Entwicklungseinrichtung und rekonstruiere die Iris. Bist du dir sicher? Tu es einfach. Nicht glauben, nicht denken. Einfach tun, was ich sage. Der Typ hat ein paar Probleme jetzt. Der Typ ist ein bisschen pisst, ja. Ich glaube, der kriegt noch mehr Probleme später, wenn man den Borderlands 2 Teil kennt. Oh, da ist wohl jemand salty. Kann ich schon mal reisen? Ich würde es mir jetzt auch selber nochmal angucken. Warte mal. Da auf die Kante, wenn du siehst. Und nicht von vorne, sondern von der Seite versuchst. Geht weit leichter. Von hier aus? Alter, ernsthaft? Oh ja. Oh, ist das mies. Warum hast du denn den Schrank nicht aufgemacht mit den Waffen drinnen? Wieso? Ich hab mir gedacht, hab aller Scheiße auf den Kack. Okay, jetzt kannst du. Was für ein Scheiß, Alter. Er ist schlecht designt, ja? Ja. Da, wo müssen wir hier das Auge hinbringen? Maul halten! Laberst du einfach über den Typen drüber, Alter. Über welchen Typen? Jack. Bei mir labert keiner. Bei mir hat gerade Jack geredet, während du gesungen hast. Wenn du an Mord denkst, dann denk an Markus Munition. Habt ihr da irgendwelche geheimen Sachen, die ihr mir nicht anvertrauen wollt, oder was? Nee, hat uns da den genauen Punkt gegeben, vor der nur gesagt, geh zur Forschungsabteilung. Ne, bei mir kam nichts. Da stecke ich hier schon wieder fest. Okay. Kümmere dich gar nicht um die ganzen Silver Scrubs hier. Silver Scrubs. Squabs. Nee, Scrubs. Squabs, ja, die Anfänger. Ja, deswegen, ja, das du sprichst das falsch aus. Genau zwischen der Pipe und dem Ding runtergefallen, leck mich. Nein, du rennst jetzt nicht außen rum, du springst jetzt auch drüber. Okay. Geh zurück und spring drüber. Hab ich doch gerade. Gut. Jetzt spring runter. Nö. Ich hab hier ein Medikit. Nice. Oh, keine Granaten mehr. Ah, Granaten. Ich mag die Granate. Gut, such dir jetzt eine Petrischale oder sowas und setz die Stücke des Auges wieder zusammen. Hier wäre ein Medikit. Eine Petrischale. Ich meine, die Dinger sind ja nicht groß, ne? Okay, okay. Das sieht gut aus. Jetzt schweiße sie mit einer Energienaht zusammen. Oh Gott, guck dir das Auge an, Alter. Hat einfach bloß ein paar Klammern dran gepackt. Fast geschafft. Jetzt schießt mit einer
Laserknarre drauf. Wenn du eine Laserwaffe brauchst, da sollte irgendwo eine sein. Diese Wissenschaftler müssen ihre Geschöpfe wesentlich öfter umbringen, als du denkst. Verdammt! Miese! Ich bring sie um! Sorry, dass ich... sorry, das war blöd von mir. Komm zurück! Der Typ hat Probleme. Die Laserwaffe ist zwar genau as fuck, aber hat ein verdammt ungenaues Zielfernrohr. Da ist so ein gigantischer Kreis in der Mitte, Alter. Netze. Das war, aufschlussreich. Also wir haben festgestellt, dass Jack, gerade einen Krampf hatte, weil er so wütend ist. Flo, komm mal her. Ja. Da ist ein bisschen durch. Tada. Viel Spaß. Davon hat sich gib Gas, ich geb Gas. Jetzt kommt's. Okay. Ich mag die Granate. Du hast einen ganz schönen Haufen Gegner. Verteidige und schütze. Oh, wie ich immer F drücke und dann. Ah. Dann müssen wir hier lang? Ah. So. Und das ist immer wieder cool, wie ich mich selbst töte und sofort wiederbelebt werde, weil der Typ in derselben Instanz stirbt. Also dieses, oh jo. Ich bin der Beste. Ich geh grad falsch lang, wo? Ja. So, und jetzt schießt mit einer Laserwaffe drauf. Das musste bloß funktionieren, ne? Lustig. Ich hab, also mein Schuss war der, der es umgebracht hat, weil sonst wäre ich nicht sofort wiederbelebt worden. Weil ich war nämlich auch tot. Ah. War so dieses... Beeindruckend, wie der Künstler das Potenzial dieses Mediums voll ausschöpft. Der Putzroboter kommt, glaube ich, mit der Wand nicht ganz zurecht. Jack, alles okay? Wenn ich dich brauche, melde ich mich. Das werde ich denen nie verzeihen. Nie. Was ich mit dem scheiß Auge alles hätte machen können. Dir mal eine ordentliche Animation zu legen, das wäre viel besser. West! Oh. Verzichtbarer Idiot. Wir wollen die Bauarbeiten am inneren Rumpf wieder aufnehmen. Aber die Arbeiter jammern wegen irgendeiner Virenepidemie oder sowas. Du musst runter in den Quarantänebereich und feststellen, was es mit dieser Seuche auf sich hat. Eine was? Eine Virenepidemie? Ja, ihre Computer sind besetzt. Da, zum Glück ist es eine Epidemie und keine Pandemie. Pass auf, wenn die Schnellreisestation hierher zu nehmen, die ist viel langsamer als all die anderen Möglichkeiten herzukommen. Headshot! Daneben. Ich renn schon mal weiter. Der erste Headshot war 4788 Schaden, Alter. Die müssen hinten lang, okay. Ich liebe den Raketenwerfer, ich find's schade, dass er nur so wenig Muni hat. Naja. Du kannst zwischen lange mal aufstocken, wenn du willst. Tu ich doch. Trotzdem nur 20 Schuss. Wo hat denn der jetzt ganz hingeballert, Alter? I'm running from home. My way. Hojo! Oh, oh nö. Ich bin marschbereit.
Oh. Okay. Reigns of Hades. Was wir da machen, das sehen wir nächste Folge. Das war's, bis dann, ciao. Wolltest du gerade sagen, chill dir dein? Der Quarantänebereich ist abgeriegelt. Ciao. Du musst zu den Wartungstunnels und ein paar Arbeiterbots losschicken, damit sie den Zugang öffnen. Glaubst du, das schaffst du? Zuversichtlich bin ich nicht. Du brauchst nur ein paar Knöpfe zu drücken, sonst nichts. Das Ganze ist so einfach, dass sogar mein hirntoter Neffe es könnte und dessen Lieblings-Echo-Sendung ist die Big Explosion-Hypothese. Aber du schaffst es schon irgendwie, es zu vermasseln. Jetzt war's das. Bis dann. Ciao. Dammit! Die Atmosphärensicherung. Die ist nötig, damit wir, falls du drauf gehst, jemand schicken können, der kein Idiot auf dich ist, zu bewegen, der nicht versagt. Ding ist schon aktiviert. Nicht der bewegen. Der zweite Knopf versiegelt die Türen und verhindert, dass du den Rest der Station in Gefahr bringst und ihren Sauerstoff verbrauchst. Atmen ist ein Privileg, kein Recht. Der dritte Knopf öffnet Zugangstüren zu den Aufbauten. Dadurch kann natürlich auch die Atmosphäre entweichen und das heißt, du hast nicht viel Zeit, um die Bots loszuschicken, ehe die Sicherung reagiert. So würde alles resettet. Oder du erstickst. Letzteres wäre lustiger. Und zuletzt, um die Atmosphäre wiederherzustellen, musst du die Kraftfelder für jedes Zugangsportal aktivieren und die Luft am Entweichen hindern. Hast du das alles verstanden? Oder habe ich zu lange Wörter benutzt? An die Arbeit. Er hat zu viel geredet, du Spastenkopf. Jetzt war's das. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.